Was geht, Leute? King Crack ist back mit einem neuen Commentary von Watch Dogs. Also, wir hatten ja schon die erste Mission gemacht. Und in dieser Mission geht's von der Polizei zu flüchten. Ja, da fahre ich zum ersten Mal mit einem Auto. Also, da sieht man schon, wie gut ich fahre. Aber das ist echt nicht leicht. Also, es ist so, du kannst auch beim Autofahren hacken, die Ampeln hacken. Mit R2 beschleunigst du, L2 hältst du an. Du kannst dich auch im Auto verstecken, wenn du anhältst, dann musst du irgendwie Kreis drücken. Ja, also ich fand, das hat recht Spaß gemacht zu fahren. Es war ähnlich wie bei GTA 5, also jetzt nicht so, aber ähnlich so. Und ich finde, die Gegend sieht auch sehr realistisch aus. Also ich fand das so cool so. Ja, also man sieht so, wie ich Auto fahre. Ja, halt, und dann musst du mal vom Radar fliehen. Die Polizei wird hier so bunt abgezeichnet und so. Ja, und dann muss man, da sieht man ja oben, man kann so, muss man länger Viereck drücken und dann hackt man die Ampel. Ja, dann, ja, also man muss halt in der Mission den Cops entkommen. Also ich würde empfehlen, immer versuchen, in Gassen reinzufahren, immer die in viele Gassen fahren, damit die schneller weg sind, und vielleicht auch irgendwo hinfahren, wo nicht unbedingt eine Straße gleich ist, weil dann ja, weil die dann meistens dann nicht hinfahren. Also hier war mir die Polizei echt dicht auf den Fersen. Die hatte mich auch über fast bekommen. Ja, hier leichter Crash, und ja, das ist halt ein bisschen schwer erstmal Autofahren, aber man gewöhnt sich wahrscheinlich dran. Ja, also ich fand das aber wohl nice fürs erste Mal. Und das aber wirklich schwer, also nicht aufregen, wenn man verkackt. Und man sollte echt versuchen, irgendwie klug zu fahren. Ja. Und ja, also dann am Ende konnte ich der Polizei jedoch entkommen. Ja, das war zwar irgendwie, glaube ich, richtig scheiße erspielt, aber ich habe es geschafft. Ich habe, glaube ich, sogar noch am Ende so Menschen umgefahren. Es wurde ja so Park. Hast du mal gesehen, wie der weggeschleudert wurde? Ja, also kann auch sein, dass ich nicht gerade gut gefahren bin. Ich weiß es halt nicht, und ja, jetzt wo lang ich fahre, da, und dann fahre ich hier irgendwo so durch voll viele Menschen. Wo war das? Ich glaube hier gleich. Das war irgendwie voll lustig. Da war das gar nicht hier. Nein, das war gar nicht hier. Sauber. Okay, zum Glück sieht man das hier. Guck, hier sieht man, dass ich zwischen Bäumen gefahren bin, und dann hat mich die Polizei schon wieder nicht bekommen. Ja, das war's, Leute, und ciao.